Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Crypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über einen möglichen Harvest Finance Hack und dann noch, wie ihr euren Ledger schützen könnt vor allfälligen Phishing Versuchen. Bevor wir aber loslegen, Leute, nicht vergessen, das Voting läuft noch und es sind bereits 117 Leute, die gevotet haben. Und Filecoin scheint da wirklich Interesse zu generieren. Falls ihr also dieses Voting noch entsprechend abändern möchtet und vielleicht OMG Network sehen möchtet, kann ich euch dieses Voting empfehlen. Das wird noch bis heute Abend 17 Uhr laufen. Danach wird das Voting entschieden und am Mittwoch werde ich dementsprechend die Coin oder das Token entsprechend analysieren. Auch noch, was ich hier interessant an Kommentaren gesehen habe, NFTs interessant, meine Einschätzung, wie und wo handeln. Dazu habe ich in der Mitgliedschaft ein Video gemacht, Leute. Das heißt, das NFT-Thema finde ich sehr, sehr interessant. Und da habe ich mal ein Übersichtsvideo gemacht für die Mitglieder am Samstag. Das heißt, falls du dich für eine Mitgliedschaft entscheidest, entweder auf der Webseite oder auf YouTube hier unter Membership oder Mitgliedschaft, kannst du dieses Video über NFTs anschauen. Das wird sicher noch ein wichtiges Thema in den kommenden Wochen. Da werde ich sicher auch noch weitere Videos dazu machen. Springen wir aber in diese erste News Story und zwar kann ich sogar noch hierhin springen für die Podcast-Hörer. Ich bin gerade auf DeFi Pulse und was wir hier sehen, ist eigentlich eine kleine Krise. Es geht um Harvest Finance und Harvest Finance ist ein Tool oder eine App, bei welcher man die Möglichkeit hat, Kryptos zu hinterlegen und diese Tokens dann Geld verdienen zu lassen, also quasi Geld zu harvesten. Was wir hier sehen, ist der sogenannte Total Value Locked, also der gesamte Betrag, der auf der Plattform gelockt ist oder eingeschlossen ist. Und da war der Betrag bis vor kurzem noch etwa 1 Milliarde und das ist jetzt entsprechend um 435 Millionen gesunken. Man muss aber auch dazu sagen, dass etwa, ja, was sind das vielleicht, 80 Millionen von diesen 435 sind wahrscheinlich User, die ihre Gelder abgezogen haben, denn es wurden ca. 350 Millionen weggezügelt. Wie viel Geld da effektiv gestohlen wurde, oh, das habe ich sogar falsch gesagt, Investors appear to have pulled roughly 350 million, das heißt, die Investoren haben da etwa 350 Millionen abgezogen, mittlerweile eben noch mehr, denn es wurden insgesamt etwa 24 Millionen gestohlen. Diese 24 oder eben 25, 24, irgendetwas Millionen wurden insofern weggezügelt und dann für RenBTC ausgetauscht und dann bereits durch einen Ethereum-Mixer durchgezogen. Ein Mixer bedeutet, dass man dann die Währung nicht mehr zurückverfolgen kann. Das heißt, es wird wie geresettet, dann hat man eine saubere Währung. Es ist eine Art Geldwäsche in der Kryptowelt und das ist da genau entsprechend passiert. 2,5 Millionen sind dann wie zurückgekommen und dann sieht man eben, dass die Leute entsprechend die Beträge abgezogen haben. Und das zeigt euch wieder mal, dass auf der einen Seite gibt es immer noch Sicherheitslücken in der DeFi-Welt, die einige Leute nicht sehen oder einschätzen können, denn es hat vor knapp einer Woche hat ein DeFi-Analyst, Chris Black heißt er, der hat den Harvest Finance Administratoren quasi aufgezeigt, dass die Administratoren einen Admin-Schlüssel haben, um jenste Funds, also jenste Beträge, jenste Geldbeträge, die auf der DeFi-Plattform gelockt sind, wegzuzügeln. Das hat dann eine gewisse Kontroverse ausgelöst, aber wieso brauchen die Admins so einen Schlüssel? Und dann, etwa eine Woche danach, ist eben dieser, ich sag mal, Hack in Anführungs- und Schlusszeichen passiert. Das zeigt euch, wie gesagt, dass die DeFi-Welt immer noch so ein bisschen der wilde Westen ist. Und wenn jetzt ihr diese 24 Millionen verloren habt, könnt ihr auch schlecht zur Polizei gehen. Denn auch die werden sagen, ja, okay, aber da bei einem dezentralisierten Markt müsst ihr mit solchen Risiken entsprechend rechnen. Wie wird es jetzt weitergehen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Gelder noch weiter abgezügelt werden. Also diese Statistik, die ist relativ eindeutig. Da haben, ich sag mal, die Nutzer gesprochen.
und einen großen Teil abgezügelt. Ich glaube nicht, dass hier der ganze Teil abgezügelt wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Administratoren hier reagieren werden, dass es eine Änderung fürs Protokoll geben wird und ehrlich gesagt nur dann die Leute wieder ihr Geld mit Harvest Finance lagern werden. Falls ihr davon betroffen seid, schreibt doch in die Kommentare. Ich hoffe es aber allerdings nicht. Dann geht es weiter und wir sprechen über Phishing, denn es ist eine E-Mail rausgekommen, die wurde auch in der Telegram-Gruppe geteilt von den Kollegen am Wochenende. Es geht nämlich darum, dass auf Englisch, beziehungsweise man kann es dann natürlich auch auf Deutsch übersetzen, auf Englisch steht, dass das Ledger Wallet compromised wurde, also wie angegriffen wurde oder eine Sicherheitslücke gefunden wurde und deshalb allenfalls die Kryptos auf dem Ledger Wallet im Risiko sein. Das stimmt so natürlich nicht. Also das ist ein Phishing-Versuch. Es gibt dann nämlich in der E-Mail die Möglichkeit quasi eine App runterzuladen, das Ganze zu schützen etc. Also da gibt es x Möglichkeiten, wie diese Phishing-Versuche funktionieren. Zum einen versucht man da diese 24 Wörter rauszugeben, also die Sicherheitswörter. Zum anderen versucht man einfach eine App den Leuten unterzujubeln, sodass die einfach mal installiert wird und dann nach den 24 Wörtern fragt. Also so oder so wird man nach den 24 Wörtern fragen, um eben die Kryptos abzuzügeln. Das Ganze wird dann so laufen, dass man mit diesen Wörtern eigentlich wie ein Ledger nochmal wieder erstellt oder ein Wallet quasi neu aufbaut und so eigentlich die Kryptos abzügelt, ohne dass man effektiv weiß, was da passiert ist. Mein Tipp, unabhängig davon, ob es jetzt von Ledger, von Trezor oder von irgendeiner anderen Quelle kommt, vergleicht immer die Accounts auf Social Media. Also schaut auf Twitter, ob die Leute da effektiv, also von offizieller Seite, gesagt haben, dass es eine Sicherheitslücke gab, beziehungsweise dass man die Leute informiert hat. Denn ich glaube, das wäre immer, ist immer einer der sicheren Orte. Also die Webseite, die Twitter-Seite etc. Immer so ein bisschen cross-checken, ob es da wirklich von mehreren Quellen diese Meldung gibt, weil wenn nicht, dann ist klar, dass es ein Phishing-Versuch ist. Effektiv auf Twitter hat dann Ledger auch geschrieben, dass es ein Phishing-Versuch war. Seit dem 19. Oktober gehen diese E-Mails raus und es steht auf der Ledger-Seite. Also wer nur einen kleinen Blick auf Twitter wirft, erkennt sofort, dass das entsprechend ein Fake ist. Also lasst euch da nicht angreifen, beziehungsweise lasst euch da nicht die Wallet stehlen. Das ist extrem wichtig, dass ihr da entsprechende Sicherheitsmaßnahmen trefft. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast und ganz wichtig, abonniert den Newsletter. Da habe ich zum Beispiel letzte Woche bzw. gestern über die Finanzprobleme von NEM gesprochen. Also nochmal die Details von der Analyse von letzter Woche. Wenn wir diese Woche Filecoin analysieren, wird es da sicher auch nochmal einen spannenden Newsletter geben. Wie gesagt, für die Mitgliedschaft könnt ihr euch hier anmelden oder auf YouTube, um dann entsprechend auch das NFT-Video anzuschauen und weitere Coin-Analysen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.